Das ist ja mal auch eine sehr schöne Hütte. Und das Beste, die Tür ist auf. Ja, der Vogtland Panoramaweg, ich habe es glaube ich noch gar nicht groß was drüber erzählt, ist insgesamt 228 Kilometer lang. Auf dieser Strecke muss man fast 5000 Höhenmeter Auf- und Abstieg überwinden. Ich habe mir jetzt nur ein Teilstück herausgesucht und laufe auch nicht die vorgeschlagenen Etappen. Ich laufe auch gar nicht die vorgeschlagene Richtung, ich laufe genau entgegengesetzt. Aber ja, wer sich näher dafür interessiert, ich verlinke euch unten mal in der Videobeschreibung die Internetseite. Da könnt ihr dann noch mehr nachlesen und könnt euch die GPS-Daten und den Track dazu herunterladen. Ja, bisher klare Empfehlung. Und da liegt sogar noch ein Fleck Schnee. Kaya frisst gleich noch was. Und wieder mal macht der Panoramaweg seinem Namen alle Ehre. Und jetzt gerade bei dem Wetter. Wunderbar hier. Hier kann man mal ganz gut sehen, wie es aussieht, wenn so eine große Buche unten Fäule im Wurzelstock hat. Hier seht ihr, die Wurzeln sind alle noch im Erdboden und der Stamm ist wie so ein fauler Zahn einfach hier aus dem Loch rausgekippt. Hier seht ihr den Stamm, auch nicht der kleinste. Die Wurzeln alle abgerissen und man kann richtig hier das Holz ist richtig zersetzt, man kann es hier zerreiben. Ja, und sowas kann passieren, wenn ihr zum Beispiel einen Baum habt, wo ihr am Stammfuß irgendwelche Pilzfruchtkörper seht. Da könnt ihr davon ausgehen, dass da im Stammfuß an den Wurzeln mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie so ein Schaden da ist. Und irgendwann ist die Belastung zu groß und die Standsicherheit nicht mehr da und dann kippt so ein Teil um. Im Wald ist es ja alles nicht so das Problem, ne? Aber wenn das Ding an der Straße gestanden hätte oder am Haus, nicht so cool, ne? Wenn ihr solche Bäume irgendwo seht, wo so Pilzfruchtkörper dran sind, ob am Stamm oder am Stammfuß unten, wenn die irgendwo an der Stelle stehen, wo es gefährlich sein könnte, wenn die umfallen, dann solltet ihr euch da schleunigst einen Fachmann ranholen, der das Ganze überprüft. Sieht mir ehrlich gesagt nicht mehr so vertrauenserweckend aus. Ich glaube, da komme ich besser und laufe daneben lang. Dieser Steg hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ui, ja. So sieht es dann aus, wenn man fast bis zum Knie eingesackt ist. Talumquerung 100 Meter. Die Info hätten sie da drüben auch mal geben können. Aber immer noch Glück im Unglück. Es ist nichts oben in die Schuhe reingekommen. Von daher, die Hosen und
Schuhe sind zwar jetzt bedeckt mit Schlamm, aber naja, gut. Besser als Schlamm im Schuh. So, es geht heiter weiter. Wir haben gerade eben eine Pause gemacht. Die Kaya hat noch was zu knabbern gekriegt und ich habe noch das Obst gegessen, was ich heute aus der Pension mitgenommen habe. Ja, und dann habe ich gleich die Gelegenheit noch genutzt, mir ein paar frische Wandersocken anzuziehen, weil so atmungsaktiv die Schuhe auch sein mögen, ein bisschen Feuchtigkeit ist dann im Socken trotzdem drin. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung empfehlen, da mindestens einmal am Tag, wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, die Socken zu wechseln und quasi trockene Socken anzuziehen. Es ist wirklich gleich ein ganz anderes Laufgefühl, wenn man frische Socken anhat. Und währenddessen trocknen die anderen hinten am Rucksack, kann es jetzt noch ein paar Kilometer weitergehen. Sehr schönen Aussicht kann man eigentlich nichts anderes machen, als sich mal kurz hierher zu setzen und eine Pause einzulegen, oder? Genau das machen wir jetzt. So, nach dieser ausblickreichen Pause geht es jetzt weiter. Ist gar nicht mehr weit bis Markneukirchen. Dann schauen wir mal noch, wie weit wir heute kommen und suchen dann irgendwann mal unser Nachtlager. Aber ich denke, ein paar Kilometer schaffen wir noch. Ja, gucken wir einfach mal. Hier mal auch eine sehr schöne Hütte mit wunderbarem Ausblick und das Beste, die Tür ist auf und das wäre ja mal ein richtig luxuriöser Schlafplatz. Leider wollen wir ja noch ein paar Kilometer, ansonsten wäre eine schöne Sache gewesen hier, wild romantisch. Aber wir wollen ja das Übernachtungszeug nicht umsonst mit uns rumgeschleppt haben. Ne? Außerdem haben wir noch ein bisschen Tageslicht, von daher ein bisschen Strecke schaffen wir schon noch und dann suchen wir uns woanders ein schönes Plätzchen. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwie eine ähnliche Hütte, wo wir drin schlafen können. Und wieder mal, erst läuft man runter und jetzt läuft man wieder hoch. Aber man wird mit einer sehr schönen Aussicht belohnt, hier in alle Richtungen. Ja, kann man nicht meckern. Musik.
jetzt mal ein paar Meter vom Weg abgegangen. Es ist jetzt schon um 6 durch. Ich denke, wir haben eine schöne Stelle zum Übernachten gefunden. Da ist der Wald nicht so dicht. Das ist eine gute Stelle, denke ich. So, das Lager steht. Ich denke, wir haben hier einen schönen Platz gefunden. Wir werden uns jetzt noch was zum Abendessen machen, werden den letzten Abend hier auf Tour ein bisschen ausklingen lassen in Ruhe. Wird hoffentlich trocken bleiben. Und ja, freut mich, dass ihr dran geblieben seid. War eine sehr schöne Etappe heute nach dem scheiß Regen gestern. War das eine richtige Wohltat. Da hat auch der ein oder andere Kilometer mehr da nichts abgeschlagen. War sehr schön heute. Und ja, morgen nochmal ein halber Tag, denke ich, dann sind wir am Ziel. Wer die anderen Teile von der Tour noch nicht gesehen hat, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß draußen.